Freund ein. Was hat er sich dabei gedacht? Naja, jetzt lachst du noch, mein Freund, aber... Ihr habt euch... Jetzt nicht mehr! Achso, das war gar nicht er. Dachte mir auch schon, was stirbt ihr mit einem Schuss hier? Jawohl, Mann! Banditenanführer mit... Ah! Zwei Schüssen gefinished. So gehört sich das. Oh, du hast noch einen Bolzen für mich dabei. Dankeschön. Warum sind hier jetzt auf einmal lauter Dwemer-Sachen drinnen? Stahlbarre nehme ich mit. Was hattest du noch dabei? Nichts von Interesse. Gibt es hier sonst noch irgendwas für mich von Interesse? Das nicht. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da für crazy shit? Heiltrank her damit. Und da bin ich schon wieder weg. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte euch nur alle töten und die Baupläne mitnehmen, die ihr geklaut habt. Haha. Oh, da ist noch eine Truhe. Ja komm, die bringen uns jetzt Stufe 78, oder? Nicht mal. Oh. Her damit. Her mit dem ganzen Zeug. Gut. Damit haben wir alles. Zurück nach Himmelsrand. Jawohl. Wieder zurück zur Festung. Mann, das ging ja jetzt aber echt flux hier. Aber was mussten die, so da ganz am Arsch von Himmelsrand sein? Wirklich am äußersten Eck ist das blöde Ding. Kommt man ja fast gar nicht mehr mit der Maus hin. Jawohl. Ich lasse mich jetzt überraschen, was sie noch alles für Quests für uns hat. Wahrscheinlich gibt es jetzt 10 verschiedene von diesen Bolzenarten und die schickt uns jetzt los, die alle zu suchen und zu finden. Wo ist er denn, die Surin? Beim Fressen oder was? Ah ne, da drin, beim Schlafen ist er. Hoffentlich versteht ihr. Schon zurück? Ja. Ich kann es kaum erwarten. Haha. Mal sehen. Oh, dieses Diagramm zeigt, wie man einen Bolzen herstellen kann, der seinem Ziel einen Blitzschlag versetzt. Um das auszuprobieren, sollten wir einige zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen. Hier, lasst mich euch zeigen, wie es funktioniert. Ah ja. Ich werde schon bald einige zum Verkauf anbieten. Kann ich helfen? Langsam kommt es mir so vor, als würde euch das so viel Spaß machen wie mir. Ja. Hier ist der Fundort des nächsten Satzes von Dwemer-Diagramm. Danke. Lasst euch nicht umbringen. Jetzt dürfen wir uns den Bauplan der Zwergenarmbrust holen, Leute. Die Stunde der Wahrheit. Ob wir die dann noch weiter verbessern können oder ob die dann schon die Krönung ist. Schauen wir mal, wo wir da hin müssen. Schon wieder ins Schwindeln. Ah ne, wir waren hier. Redorans Zuflucht ins Schwindlernis müssen wir. Na dann. Das sollte eigentlich auch schnell organisiert sein. Gut, dass wir nicht mehr nach in irgendwelche Minen wie Mrsleft oder Avachnazell oder so müssen. Guten Tag. Das war eine Überraschung. Ja. Ah, Salz kannst du mir auch gerne geben. Ich war eigentlich. Schon wieder eine Höhle. Seranda ist so geil. Die Dunkelheit macht mir nichts aus, aber ich habe wirklich mehr als genug Zeit in Höhlen verbracht. Hallo und tschüss. Simon, wer ist da? So, wir sneaken uns jetzt ran. Hallo. Tschüss. Spast. Was kommentierst denn du da hinten? Du hast da gar nichts gemacht. Das wird euch eine Lehre sein, ja. Steht hinten und feuert mich an. So wie Lydia, aber wir müssen echt mal wieder eine Prügelei machen, Leute. Einfach zum Spaß auf Leute einprügeln. 2-3. Was hat er sich dabei nur gedacht? Dame Teufel konnte nicht sehen, wie ich das Ass aus meinem Stiefel zog. Tja, und für diesen Verrat musst du nun bezahlen, so. Woher seid ihr gekommen?
Das wird euch eine Lehre sein. Ich denke mal auch. Ich glaube nicht, dass sie uns noch behelligen wird, außer im Tode höchstens dienen, aber das war's dann auch schon wieder. Ach Mann, was weichst du aus, du... Lass mich. Gay, so. Du bist ja lame. Stirb, so. Jetzt sind die Gegner wieder viel zu... leicht. Ja, Serana, jetzt wird der Spruch aber allmählich auch ein bisschen lahm. Was haben wir sonst noch gekillt? Pfeile kriegen wir en masse, wisst ihr, aber Bolzen ist immer so eine Sache. Ja, du bist tot. So viel zum Thema Verlaufen. Ach, komm her! Ja, das kennen wir schon. Dieb. Dieb! Alles bis auf die Pelze am Schiene nehme ich sehr gerne mit. Hoffentlich erreichen wir bald der Arm. So schnell nicht, Serana. Wie oft denn noch? Okay, was haben wir hier? Fass. Nichts drin ist. Zumindest nichts von Interesse. Ein großer Sack und ein Sack. Was war denn das jetzt grad? Mal lieber auslösen, nicht, dass der Serana gleich noch durchläuft, wie immer halt. Ach ja, hier sind ja immer noch die Alikir, ne? Ja, die sind da immer noch. Müssten eigentlich schon längst wieder ein Hammerfell sein. Ja, ich liebe Bugs. So. Schwindenden Feuers. Des abnehmenden Blitzes, okay. Ach, nehme ich mal mit. Vielleicht kann man das ja sogar noch... Vielleicht haben wir das noch nicht. Und wir können es noch enchanten. Dann wieder zurück. Ich bin schon ganz heiß auf die Dwemer-Armbrust, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Hui! Und wir können das dann alles selbst schmieden. So. Zurück zur Dämmerwacht. Es war doch jetzt alles einfacher zu organisieren, als ich dachte. Ich dachte, wir müssen jetzt durch 10 Millionen Zwergenruinen stolpern. Aber es geht glücklicherweise auch ohne durch Zwergenruinen zu stolpern, dass wir die ganzen Bauteile bekommen. Größtenteils haben wir es jetzt eh vom Banditen gekriegt. Nur das mit den... Was war es jetzt... Mit der verbesserten Armbrust, glaube ich, das war jetzt das Einzige, was wir so aus einer Zwergenmine holen mussten. Das andere war alles Banditenzeug. So, Sorin. Mir gefällt was. Ihr enttäuscht mich nie. Was habt ihr da? Ist das wirklich... Ja, ist es. Ich hatte gehofft, das hier zu finden. Das ist die Abbildung einer Dwemer-Armbrust. Sie ist viel ausgeklügelter und effektiver als die, die wir haben. Na, wen wundert's? Hier. Ich zeige euch, wie es funktioniert. Wenn eure Schmiedekünste gut genug sind, solltet ihr sie selbst in Gunmars Schmiede herstellen können. So oder so werde ich bald einige zum Verkauf anbieten. Kann ich noch helfen? In Ordnung. Noch ein weiterer Satz Dwemer-Diagramme. Oh Gott. Ich werde schon etwas traurig sein, wenn wir alle eingesammelt haben. Aber wer weiß, vielleicht tauchen ja eines Tages noch ein paar mehr auf. Aber ich kann es nicht erwarten, diese Baupläne zu sehen. Also raus mit euch. Was soll ich machen? Also, einer verbesserten Zwergenarmbrust aus dem Rift-Wachturm. Okay. Ja, verbesserte Zwergenarmbrust nehme ich natürlich auch gerne. Leute, wir machen uns jetzt so... Wir machen jetzt so uns die ultimative Armbrust. Enchanten die noch mit was ich allen möglichen... ja, wenn ich dann irgendwann mal Verzauberung auf 100 habe, dann können wir ja zwei... Also mit so gibt es ja so einen Perk, dass man dann, habe ich schon gesehen, dass man zwei Zauber auf eine Stelle legen kann. Der Rift-Wachturm, okay. Ah, da sind wir ja gleich, da laufen wir von hier aus hin. Fertig.
Es ist nur ein Wachturm, das heißt, wir müssen keine riesen Krypta erkunden, nix. Es liegt einfach da so rum, das Zeug. Auch nicht schlecht. Ja, wo müssen wir hin? Da lang. Warum liegt da ein Dietrich? Egal. Das hinterfragen wir jetzt einfach gar nicht. Haben wir den Rift-Wachturm nicht eigentlich schon entdeckt oder so? Täusche ich mich da? Auf jeden Fall mal kurz zwischenspeichern, falls so ein Drache ums Eck kommt und meint, uns töten zu müssen. Jetzt guck mal, der du beschissener Wolf. Ach, das... Ja, ich hab doch gewusst, was ich gehört habe. So, Wolf, du darfst auch was rüberrücken. Die können mir doch schon lange nicht mehr das Wasser reichen. Der Rift-Wachturm ist bereits auf meinem Radar. Was für eine geile Umgebung hier. Da ist er doch. Sicher von oben bis unten bestückt mit Banditen, aber das ist mir eigentlich egal. Ah, du bist nur ein Fuchs. Das war deine Rettung jetzt. Rift-Wachturm entdeckt. Ja, dann... Nie genug Gold. Hätte wissen müssen, dass nur einen guten Fall. Sagte, sie würde auf mich warten. Aber das ist eine schlechte Zeit zum Verlauf. Oh, jetzt habe ich den Skeever auf dem... Bei den Göttern, nein! Oh ja, mein Freund. Ha! Ich kann auch einen mächtigen Angriff, du Sack! Und tschüss. Alter, was der alles dabei hat. Hat er ein wahnsinns Inventarinhalte für den normalen Banditen, sage ich jetzt mal. Oh, was sehe ich denn hier? Codex des Malakat. Ah ja, Moment, das haben wir ja schon gelesen. Zack, zack. Lederstreifen. Böse Orks am Rift-Wachturm. Ich merke schon. Wo ist der jetzt? Hallo, Ork. Oh, du bist wirklich ein bisschen stärker. Boah. Der ist echt mies, der Finisher. Und da haben wir schon... Gibt's hier noch irgendwas von Interesse für uns? Fackel raus. Orkischen Bogen, verpiss dich. Wir kriegen bald eine Dwemer-Armbrust, die wahre Natur der Orks. Okay, das bringt uns nichts. Und Hilgerts Erzählung bringt uns auch nichts. Dann Fackel wieder weg, Hände weg und zurück zur Festung Dämmerwacht. Hui! Dann würde ich sagen, wird es mal wieder Zeit für eine kleine Aufnahmepause. Aber nur eine kleine. Hallöchen! Mir gefällt, was Isran... Ihr enttäuscht mich nie. Was habt ihr da? Na, was wohl? Was für eine Entdeckung. Mit diesen Plänen können wir die Dwemer am Brust verbessern. Dadurch kann die ohnehin schon mächtige Waffe noch verheerender sein. Hier... Lasst mich euch zeigen, wie es funktioniert. Ich werde schon bald einige zum Verkauf anbieten. Kann ich noch helfen? Sprecht mit Gunnar. Er hat etwas für euch. Mhm. Hübscher kleiner Ort, nicht wahr? Passt auf euch auf. Nur wie im Augenblick ist es in Ordnung, aber wir können uns nicht ewig verschanzen. Okay, kann ich das Zeug hier alles klauen? Na wohl, her damit. Alchemiezeug.
Ich nehme jetzt mal so einen gepanzerten Troll mit. Es gibt über oder? 30 verschiedene Möglichkeiten, wie man in seinem eigenen Zuhause jeden Augenblick angegriffen und umgebracht werden kann. Okay, das ist hart. Oh, entschuldige. Ich renne die da einfach um. Ja. Jetzt würde ich mal sagen, jetzt reisen wir erstmal wieder ganz entspannt zurück nach Weißlauf. Vampirmeister müssen wir dann auch noch töten, beziehungsweise ich überlege, ob wir beim nächsten Mal nicht lieber... Lager stehender Strom abgeschlossen. Weißlauf. Zack. Den Vampirmeister töten wir dann beim nächsten Mal und dann machen wir die Hauptquest der Dämmerwacht weiter, dass wir zu diesem Heiligtum da reisen. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte. So, jetzt schauen wir mal, wie sieht's aus. Können wir jetzt eigentlich auch die Dämmerwacht-Rüstung herstellen? Die müsste eigentlich dann unter Stahl sein, oder? Nicht wirklich. Eisen vielleicht? Leder vielleicht?